Willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK hier auf dem Kanal. Ich habe ganz schnell die Aufnahme angeschmissen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, aber ich habe eben gesehen... Lass mich durch, Seidenschnabel. Ich habe gesehen... Geronimo! Da ist ein 174er Text-Dego, aber hier waren Rexe. Ich muss erstmal die Rexe aus dem Weg räumen. Ich hoffe, die sind... Wo sind die hin? Ach, die sind da hinten zugange. Alles klar. Da ist der 174er Text-Dego. Da, guck! Und den werden wir uns jetzt schnappen. Fopp dich. Bob. So, da vorne ist noch ein Rex, den werde ich aber jetzt killen. Ich könnte den Stego hier auch tatsächlich facetanken, ohne Probleme. Aber erstmal ganz kurz den Rex wegmachen. So. Huch. So, wir können das ja locker wegstecken. Deswegen lasse ich uns den mal verfolgen. Und ziehen einfach ganz chillig oben ins Gehege. Der macht ja nicht viel. Und dann starten wir die Folge halt mit einem Tech-Rex-Taming. Als nächstes, ich weiß nicht, ob ich in der Folge erstmal die, erstmal das, die Artefaktur vorbereite, weil wir brauchen eigentlich schwache Heilmittel, weil in der Höhle sind Onik und Onik können, eben Tollwut verteilen und gegen Tollwut hilft nur schwaches Heilmittel, ansonsten kann die Tollwut einen aber ganz schnell dahin raffen. Och, häng doch nicht am Baum, komm her. Super. Dauert wieder einen Moment, weil die Aufmerksamkeitsspanne von Stegos offensichtlich nicht ganz so hoch ist. Ist ja nicht zu fassen. Ich hole jetzt nicht jedes Mal das Gewehr raus. Ich hack den jetzt so um. Einfach in der Hoffnung, dass ich ihn nicht töte oder so. Aber ein Level 174er sollte eigentlich reichlich Leben haben. Vielleicht ist es auch bei dem gar nicht gut, wenn ich mich so oft treffen lasse. Vielleicht ist er dann so schnell zufrieden, dass er mich fünfmal gehauen hat und verliert jegliche Aggro. Oh, ich muss unbedingt... mal ganz kurz den Toni auf Passiv pfeifen, nicht wahr? So. Und jetzt können wir den eigentlich hier oben auch locker... face tanken, da passiert nichts. Sollte zumindest nicht. Er läuft schon. Ich hänge. Ja, toll.
Na, super. Ja, ich würde dich jetzt gerne... Und da Lichter. Lichter denn hier gut? Ich glaube, er liegt hier gut. Ich glaube, wir brauchen mächtig viel Gemüse und das dauert auch mächtig lange. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn unser Textdego steht. Und ich hoffe, ihm passiert da hinten nichts. Bis gleich. Achso, ich tame ihn übrigens mit Gemüse. Ich glaube, er braucht Sarko-Kibbel. Ich habe keine Sarko-Eier, also nehmen wir das gute alte Gemüse. Bis gleich. Wir sitzen auf unserem Textdego. Wunderbar. Das hat jetzt wieder zarte anderthalb Stündchen gedauert. Und ich habe es ja gesagt, man sitzt zwischen den Rückenplatten und deswegen hat man da im PvP ein bisschen Schutz vor Geschossen. Wir haben einen Level 257er. Max-Tame wären 260er gewesen. Wir haben 3 Level verloren. Ja, weil wir eben keinen Kippel hatten, sondern nur Gemüse, nicht wahr? So, und jetzt, was kann er denn? Ich weiß es gar nicht. Er kann seinen Schwanzangriff. Bären ist aber schon nicht verkehrt, was er an Bären sammelt. Bisschen Ohrstroh. Rechte Maustaste hat er nichts. C hat er nichts. X hat er nichts. Also, gut, aber für Stroh jetzt auch gar nicht mal so super schlecht. Finde ich gut. Da können wir hier mal so ein bisschen durchgehen. Samen scheinen auch ganz okay zu sein mit dem Stego. Also doch, ja. Warum nicht? Kann man mitarbeiten. Gerade, ich weiß gar nicht, auf welchem Level man den Sattel erlernen kann. Auf 26. Also eigentlich gar kein verkehrter Early Tame. Muss man ja mal sagen. Ich glaube, unser Stego hier, wir gucken uns mal die Werte an zusammen. Hui. Ich glaube, er hat ein paar Gewichtsprobleme. Zumindest hatte er die Pre-Tame. Oh, die hat er jetzt gar nicht mehr so. Der ist super gut. Holy shit. 45 in Schaden, 40 in Gesundheit. Gut, Nahrung, Ausdauer könnte ein bisschen besser sein. Nahrung und Ausdauer vertauscht, das wäre ganz nice. Aber relativ wenig in Movement Speed. Da kann man doch dann für die spätere Zucht echt was mit anfangen. Ich freu mir. Und sie sehen halt, Tech-Dinos sehen halt irgendwie schon cool aus, muss man ja mal sagen. Ich mag das. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn man, also Tech-Dinos bluten ja tatsächlich Öl. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn sie eingeführt hätten, dass Tech-Varianten der Dinos eben zum Beispiel als Kibbel Öl haben oder Metallbarren. Klar, das ist was relativ leicht zu bekommen ist. Deswegen wäre es vielleicht als Kibbel nicht so brauchbar. Aber es wäre doch super cool gewesen, wenn es als ganz normale Nahrung, zum Beispiel mit einer Effektivität von Hammelfleisch oder so, also mit einer guten Effektivität, das wäre doch cool gewesen. Oder dass man schnell, kann ja nicht so schwer sein, einen neuen Gegenstand einzuprogrammieren, den man wegen mir aus Öl und Metall herstellt und man nennt ihn Möhl. Was weiß ich. Sowas halt. Das wäre cool gewesen. Das hätte ich begrüßt. Achso, ich habe gedacht, was ist los? Ausdauer alle. Ja, wie viel Ausdauer haben wir denn? 1140. Okay. Füllt sich aber relativ zügig wieder auf. Sehr gut. 830 Gewicht. Ja, oh, da können wir auch mal ein bisschen... Schaden 400, ein bisschen Gewicht. Auf kurz oder lang werde ich die sowieso züchten. Guck doch mal, sieht doch cool aus, oder? Diese... Vor allem ist er farblich auch cool. Schwarz-Weiß-Gelb, hallo. Sieht episch aus. Die Augen sind cool. Was ich auch noch cool finden würde, wäre, wenn es halt auch irgendwie einen Metallsattel geben würde, der halt ein bisschen mehr
zu der ganzen Tech-Geschichte passt. Das fände ich auch noch vielleicht nicht das Schlechteste. Okay, ihr dürft gerne für die Stegos mit Namen aufwarten. Du bist, was bist du überhaupt? Du bist ein Männle. Du bist ein Männle. Und wir können mal den Mais wieder mitnehmen. Okay, ich denke, der zweite Teil der Folge wird darin bestehen, dass wir uns in das Gebiet rund um die beiden Eisberge begeben. Also quasi so ungefähr da, wo der Pinguingletscher, die Pinguininsel, wie auch immer man es nennen möchte, ist. Denn ich möchte, habe ich ja gesagt, ich möchte schwaches Heilmittel herstellen. Und schwaches Heilmittel braucht Narkomittel, seltene Blumen, seltene Pilze, kein Thema. Aber entweder Blutegelblut oder Hörner. Und Hörner, damit sind jegliche Hörner gemeint. Also man kann die Hörner von Willyrinus nehmen, die droppen nämlich Hörner. Man kann auch die Hörner von Deathworms nehmen, die wir hier nicht zur Verfügung haben. Also würde ich sagen, wir begeben uns mit Nala auf den Weg. Ich trinke noch einen Schluck vorher. Und dann sehen wir uns, wenn wir da sind, wenn wir ein paar Rhinos umklatschen. Und uns dann hoffentlich schwache Heilmittel organisieren. Wie viele Pilze habe ich denn eigentlich? Pilze sollte ich nicht gar so viel haben wie Blumen. 458, da kann man aber auch erstmal... Es reicht ja, wenn ich 5 Heilmittel dabei habe, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich 5 oder mehr Mal mit Tollwut angesteckt werde, ist halt auch relativ gering. So, du kannst noch mal auf mein Ziel angreifen, falls da so eine Rappi kommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir ein paar Volirinos auseinandernehmen. Bis gleich. Und da sind wir wieder und werden von einem Wolf angegriffen. Da hinten ist ein U-Tyrannus, leider nur Level 50. Hier ist das erste Volirino. Hallo Volirino. So, einmal Horn eines Volirinos. Jo, da müssen wir jetzt ein bisschen hier rumlaufen. Aber in dem Gebiet waren wir ja eh noch nicht so wirklich. Das heißt, hier kann man sich ja dann entsprechend mal umgucken. Ich bin erst hierher geritten und hatte den Otter nicht auf dem Rücken, also keinen Schal um. Und dann friert der Onkel natürlich, ne? Ja, ja, ja. Da ist, ich wollte gerade sagen, da ist noch ein U-Tyrannus. Es ist auch wieder, das Wetter ist auch wieder so, naja. Semi-cool für Aufnahmen. Hier oben, wenn ich mich nicht irre, ist, meine ich, auch ein recht nicer Base-Spot, weil man hier, glaube ich, gleich eine recht flache Stelle hat. Oh, es scheint was Hochlevelers zu sein. Humbot. Level up! Oder es war bei dem anderen Berg. Ich weiß es nicht. Hier müsste jetzt... Megatherium gibt es hier oben auch, alles klar. Geht es denn hier noch weiter? Ich meine, ich grinde jetzt nicht nur blind, ich gucke mir auch ein bisschen um. Kalikotherien gibt es hier auch. Kalikotheriumse. Guck mal hier. Doppelwallerino. Die machen halt nicht schlecht Schaden, die Tierchen. Was will denn der Arti? Jetzt geh weg. So. Wie viele Horns haben wir denn? 6. Das sind schon mal 2.
Ich grinde mal Hörner für 5 Heilmittel. Also 15. Paraceraterium, du hast sie doch verlaufen. Das sah gerade aus wie ein Höhleneingang, den ich nicht kenne. Hier ist der Spot, den ich meine, glaube ich. Erstmal ist hier noch ein Brawlerino. Auf die Gefahr hin, dass ich hier jetzt wahrscheinlich auch einen 150er erwischen könnte, irgendwann mal. Oder einen 130er. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal Volerino tamen. Hier kann man eigentlich ganz cool eine Base bauen. Es ist... Der Ausblick ist halt... Träumchen. Echt jetzt? Dein Ernst? Nur weil ich dir... Oder nur weil du denkst, dass ich dir Fleisch weggegessen habe, was ich erlegt habe, machst du hier jetzt einen Molly oder was? So, das hast du jetzt davon. Jetzt habe ich gedacht, der hinten macht auch einen Strahl jetzt. Dann hätte ich aber... Pelz! Wir haben mächtig viel Pelz. Das ist mächtig gut. Allerdings wiegen wir dadurch auch mächtig viel. Wir gucken mal, wie lange wir noch uns halbwegs ordentlich bewegen können. Hier sind 3 Kanos. Dann kann doch der U-Tyrannus nicht weit sein. Ach, hier ist die Höhle. Ist hier die Höhle? Ja, ich glaube, ich denke... Oder ist das nur ein Durchgang? Guck mal rein. Das ist nur ein Durchgang. Geil. Seht ihr, da haben wir den grünen Obelisk. Ach Gott. 3 Kanos und ich bin wahrscheinlich so lahm, dass ich die nicht mehr abhängen kann. Weil ich schon ein bisschen überladen bin. Ja doch, ein bisschen schneller sind wir noch. Da ist ein Jotyrannus. Was hast denn du für ein Level? 100. Ich glaube, der braucht 2 Schreie, um mich zu fearen. Ich muss mal 1, 2, 3 Stacks wegpacken, dass ich wieder ein bisschen besser Speed habe. So, hier sind viele Volirinos. Ich hoffe, ich triggere... Also, der U-Tyrannus kann schreien. Wenn man ihn getamed hat, kann er einen... den sogenannten Courage Roar machen. Das heißt, der Schaden der betroffenen Tierchen wird erhöht. Er kann aber auch das machen, den Fear Roar. Der braucht, je nachdem, was man für ein Dino hat, kann das schon nach einem Schrei soweit sein, dass man flüchtet. Er kann aber auch 2 oder 3 Schreie brauchen. Ich glaube, bei einem Rex, ich weiß gar nicht, ob er einen Rex überhaupt fearen kann. Das mag ich zu bezweifeln. 7 hat jetzt, warum geben plötzlich, gibt nicht jedes Volirino ein Horn? Sag mal, was willst du denn? Da ist der nächste, der rumblägt. Volirino, ja, das krieg ich wohl nicht mehr. Ein 95er und ein Wolf am Arsch! Hallo, 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 hallo. Das ist ein Hochleveliger, na toll. Oh, 130. Ich geh mal... hier drüben lang. Da ist nämlich auch noch ein Volirino oder 2. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 3 sogar. Kommen Sie her! Ich möchte Sie töten. Bei 55er. Jetzt bin ich ein Horn. Ich fühle mich verarscht.
Kommt ja auch noch ein Wolf. Ein gebuffter. Da ist der Rest. Ja, geht mir aus den Augen. Legt euch mit den Mammuts an. Ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Das ganze Leder. Ohne Scheiß. Ich habe so viel Leder. Verstehste? Das kann ja wohl mal weg. 1, 2, 3. Wieder weg. Leben drauf. Und du gibst mir jetzt mal wieder ein Horn, Kollege. Oder darf ich nur 7 Stück tragen? Das wäre mir neu. Ich krieg keine Hörner. Nein, ich bin doch ein Horst. Mann, ey. Also manchmal könnte man echt meinen, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Natürlich ist es nicht... Natürlich droppen die immer ein Horn. Es ist halt nur nicht garantiert. Meine Güte. Hier, 1 Milliarde Taschen. Was ist hier los? Von wem oder was rennst du weg? So, Freunde. Mann, dass die immer hinter einen gehen. Junge, jetzt renn ja nicht weg. Jetzt stirb auch. Jetzt stirbst du auch. So, das hast du dir verdient. Das haben wir uns verdient. Das ist gar nicht vom Wallerino. Das ist vom Wallerino. 11. Na, habe ich bestimmt auch schon ein paar mehr mir durch die Lappen gehen lassen. Aber nun gut. Bisschen Fleisch kann auch mal weg. Nicht wahr? 2 Stacks reichen zum Happer machen. So, 4. Da ist das der gleiche? Ist das schon wieder ein anderer? Also, wenn jemand U-Tyrannos sucht auf Center, hier ist er richtig. Hüpfe ich mal hier runter? Wo bin ich denn dann? Ach hey, ganz am Arsch. Der Map. Aber da hinten sind 2 Nashorns. Diese möchte ich gerne töten. Oh, nicht, bitte. Herkommen, bitte. Bitte. Oh, die schubst, scheiße, ich schubst den Menschen. Boah, pff! Heiligsblechle. Da hat mich die Kletterfähigkeit des Thylakoleo davor bewahrt, hier runterzufallen. Ich meine, es wäre nicht schlimm gewesen. Der Fallschaden, den der Thylakoleo kriegt, der ist ja auch mehr oder weniger nicht vorhanden. Ach so, wenn ich da unten lang gehe, wäre ich quasi hinter dem See. Geronimo! Wupp dich. Seht ihr, Fallschaden quasi nicht vorhanden. Oh, Archie, bitte nicht. Natürlich. So. Da scherzt das Horn, danke. So. Dich noch? Dann sollte ich eigentlich 15 haben. Aber wenn die beiden Herrschaften da vorne schon mal da sind und so einladend hier rumstehen. Dann schnappen wir uns die auch. So. Hola, Senor. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder ausladen. Wir sind bei 17. Das ist doch schön.
So. Dann kann ich euch auch mal zeigen, dass der Thylakoleo ein ziemlich geiler Schwimmer ist. Vor allen Dingen ein schneller Schwimmer. Richtig gut. Vor allen Dingen noch richtig gut für einen Level Up, für eine Höhle, die wir noch machen werden. Das Horn hat er jetzt wieder gegessen. Warum auch immer, wann das wie passiert, ich habe keine Ahnung. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch ein bisschen Polymer mitnehmen. Ja, ja gut. So, das soll es dann auch gewesen sein mit der Volirino-Jagd. Ich gehe jetzt zurück zur Base und dann stellen wir noch eben schnell zusammen die Heilmittel her und in der nächsten Folge geht's ab, Artefakt holen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück in der Base, Nala, und wir haben alles heil überstanden, nichts passiert. Das heißt, die Thylakoleos sind schon ganz gut. So, wir haben 18 Hörner, das sind 6 schwache Heilmittel. So, erstmal rein. Dann, jetzt weiß ich gar nicht. Warte mal, ich nehme das mal raus. Ich pull mal für 6. Ich hoffe, das ist einzeln. Not enough resources for pull. 72. Was brauche ich denn für 1? 12. Dann machen wir 1. Weil mehr können wir nicht machen. Ja, Mann, ich mache die Hörner ja rein. Ist ja gut. So. Wie viel kriegen wir? Der müsste ja auch effizienter sein. Das heißt, wir müssten aus 12 nicht 4 kriegen, sondern 6. Korrekt? Korrekt. Wunderbar. So, bis es losgeht, packe ich die in den Kühlschrank. Wohin? Hierhin. So. Dann halten die 27 Tage. Das reicht gerade so. Bis dahin sollten wir die Höhle auf jeden Fall erledigt haben. Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. 6,39. Bei irgendeinem Tier. 6,39. Also gut, ein Tier sorgt nicht dafür, dass es länger hält. Hätte mich auch gewundert. Alles klar. So, wir haben 6 schwache Heilmittel. Das reicht, um im Zweifel die Tollwut zu heilen, die uns in der Höhle ereilen könnte. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns beim nächsten Mal ins Abenteuer Artefakt, Schrägstrich Höhle, Schrägstrich andere coole Sachen. Kein Textdego in Sicht? Nein. Also außer unserer. Gut, dann geht's beim nächsten Mal. Ich denke, ich werde die Höhle mit Aslan machen, weil Aslan schon ein bisschen höher gelevelt ist. Nala hat jetzt auch, ich habe auf dem Rückweg noch ein paar Brontos getötet. Nala hat auch schon gut Level bekommen. Wir werden sehen, aber ich denke, wir werden die Höhle mit Aslan machen. So wird es sein. Und ich freue mich schon mega drauf. Also nicht darauf, das Artefakt zu holen, weil das könnte ein ziemlicher Krampf werden. Das könnte auch böse enden. Sondern eher auf das andere, was ich euch noch zeigen möchte. Die eigentliche Überraschung für die, die die Map nicht kennen. Gut, dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.